Herzlich willkommen zum Webinar Digitale Geschäftsmodelle strukturiert entwickeln. Jetzt auch an die letzten Teilnehmer, die noch zugetreten sind. Kurze Vorstellung zu meiner Person. Mein Name ist Tobias Kreff. Ich bin Projektleiter am Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum in Saarbrücken und forsche jetzt seit circa 4 Jahren rund um das Thema Digitalisierung, insbesondere in der Dienstleistungsbranche. Ich bin am Mittelstand Kompetenzzentrum, insbesondere im Bereich Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen tätig und begleite Sie heute durch das Webinar. Wir haben eine recht straffe Agenda, deswegen würde ich direkt in die Themen einsteigen. Ich würde kurz nochmal unser Kompetenzzentrum vorstellen. Danach geht es um die Vorstellung der Treiber zur digitalen Geschäftsmodellentwicklung, also eine grobe Sensibilisierung. Wir sind heute in einem Einstiegsformat zur Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen. Das heißt, wir gehen heute nochmal einen groben Rundumschlag machen, wie man sich dem Thema Geschäftsmodellentwicklung nähert. Ich bin vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Saarbrücken. Wir sind ein Forschungstransferprojekt. Wir unterstützen mittelständische Unternehmen dabei, ihre Digitalisierungsfähigkeit zu erhöhen. Und von unseren Zentren gibt es insgesamt 26 Stück an der Zahl. Wir unterstützen in verschiedenen Themenfeldern. Das geht über Produktionsvernetzung, Mensch-Technik-Interaktion oder eben auch wie heute digitale Geschäftsmodelle. Das sind die Themenfelder, die wir begleiten und betreuen. Sie haben sich alle auch über die Veranstaltungsseite angemeldet. Dort finden Sie auch andere Veranstaltungen, in denen wir gerne auch zum Thema künstliche Intelligenz mit Ihnen den Einstieg in die Thematik wagen und zum Beispiel künstliche Intelligenz im Einsatz in der Produktion diskutieren oder auch in den Büroprozessen. Zielsetzung für heute für Sie alle sollte sein, wie sich Digitalisierung auf Geschäftsmodelle auswirkt, einmal nachzuvollziehen, verschiedene Methoden kennenzulernen für die Erstellung von Geschäftsmodellen. Im Endeffekt geht es heute um Basiskenntnisse. Wir probieren jetzt noch einmal so eine Interaktivmethodik aus. Ich möchte gerne einmal von Ihnen wissen, wo Sie aktuell stehen. Ich habe jetzt die Folie zur Freigabe freigegeben. Sie finden unten ein Pfeilinstrument. Dort können Sie quasi mittels des Zeichnen-Tools einen Punkt setzen, so wie ich das jetzt gemacht habe. Wählen Sie gerne dort unten den Pointer aus, wechseln Sie zum Zeichenstift und tragen Sie hier ein, auf welcher Erfahrungsstufe Sie sich befinden, damit ich einmal von Ihnen erfahren kann, ob Sie bereits etwas vom Value Proposition Canvas oder Business Model Canvas gehört haben, damit ich heute ungefähr weiß, wo wir stehen. Probieren Sie es einfach aus, ist recht simpel. Das ist die Interaktivmethodik, die wir heute versuchen auch einzusetzen. Und an unterschiedlichen Punkten werden wir die Textelemente dann einmal verwenden, um auch beispielhaft ein solches digitales Geschäftsmodell zu erarbeiten. Genau, wunderbar. Falls Sie Fragen dazu haben, wie Sie es nutzen, schreiben Sie es nochmal in den Chat, dann kann ich es erörtern. Es ist jedoch einfach viel leichter, das heute auszuprobieren. Wenige haben noch nichts von dem Thema gehört. Teilweise haben sich schon Leute mit den Themenfeldern befasst. 2 Personen haben bereits solch ein Modell gebaut. Die kann ich heute schon mal beruhigen. Es wird heute nicht um Business Model Canvas Konstruktion gehen, sondern um den Gesamtprozess, einfach deswegen, weil es innerhalb von 45 Minuten nicht möglich ist, ein Geschäftsmodell zu evaluieren, also zu bewerten, ob es ein sinnvolles Modell ist oder nicht, sondern ich werde heute die Methoden dafür vorstellen, wie man strukturiert solch eine Idee entwickelt, welche verschiedenen methodischen Modelle Sie einsetzen können und müssen und welche Sie sich dann auch vielleicht im Detail in Zukunft noch mal näher anschauen sollten, vielleicht in Webinaren oder dann entsprechend in einem Workshop-Format, was noch mal mehrere Stunden umfasst. Vielen Dank für das Feedback. Ich deaktiviere noch mal die Zusammenarbeit. Kommen wir demnach so in den Einstieg und die Information zu dem Thema Geschäftsmodelle. Was ist ein Geschäftsmodell? Grundsätzlich verstehe ich darunter die Grundlogik eines Unternehmens. Das heißt, die Beantwortung der Frage, wie ein Unternehmen Umsätze und dann differenzierter später aus gewissen Nutzenpotenzialen auch Gewinne erwirtschaftet. Darauf wirken verschiedene Faktoren. Das ist sowohl die Kundenbeziehung als auch ganz klar immer im Fokus von solch einem Geschäftsmodell ist der Wettbewerbsvorteil, den ein entsprechendes Unternehmen gegenüber anderen Marktteilnehmern besitzt. Dabei
werden verschiedene Fragen beantwortet durch ein Geschäftsmodell. Einmal, wie verdiene ich mit meiner Geschäftsprozessmethodik Geld? Welchen Nutzen erbringe ich gegenüber Kunden? Und welchen Nutzen stiftet das Unternehmen insgesamt? Das heißt, wir betrachten typischerweise ein Ertragsmodell, die Wertschöpfungsarchitektur und das Wertangebot. All das sind Bestandteile eines klassischen Geschäftsmodells. Das kennen Sie auch schon aus den vergangenen 30 Jahren. Ja, wenn Sie zum Beispiel betrachten, wie Drucker am Markt vertrieben werden, dann ist das ein typisches Beispiel für ein Geschäftsmodell, das man diskutieren kann. Drucker werden günstig am Markt platziert, entsprechend eines Geschäftsmodells, das sich als Typ Razor and Blade nennt und bei dem dann entsprechend Tintenpatronen teuer im Nachgang verkauft werden als kontinuierliche Geldeinnahmequelle. Wie hat sich jetzt Geschäftsmodelle in der Vergangenheit, wie haben die sich so weiterentwickelt? Grundsätzlich ist es so in den 90ern haben wir primär bei IT über digitale Produkte und Infrastruktur gesprochen. Danach haben wir so in den 2000ern über digitalen Vertrieb gesprochen und Webstrategien, also Aufbau von Webseiten, Aufbau von Online-Shops, E-Commerce-Shops. In den 2010ern geht es dann primär um die Smartphone-Revolution. Digital bedeutet an der Stelle dann immer Social-Media-Interaktion. Wie bringe ich responsiv Geschäftsmodelle auf das Handy? Und heute sprechen wir von einem Trend, der sich digitale Transformation nennt. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ist das und was bedeutet das überhaupt? Wenn man im Zeitverlauf dieses Buzzword digital betrachtet, dann umfasst es heutzutage eigentlich fast alle IT-Themen und hat gewisse Abstufungen. Dennoch reduziert man digitale Geschäftsmodelle heutzutage primär auf digitale Treiber für Geschäftsmodelle. Wie sieht das aus, so aus der Vergangenheit, wenn man eine Geschäftsmodellinnovation betrachtet und jetzt nochmal so diese Perspektive der 1990er einnimmt, dann gibt es verschiedene Geschäftsmodellinnovationen, die so das Leben verändert haben, die aber heute vielleicht keiner als digital bezeichnen würde, wie zum Beispiel die Einführung des Personal Computer, das Etablieren von SMS oder vielleicht sogar die Innovation von einem BH. Wenn wir jetzt aber sehen, was entsprechend welche Dinge verdrängt hat, dann können wir direkt erkennen, okay, heutzutage hat das Smartphone das Bildtelefon ersetzt. Die Concorde ist quasi die Innovation, die den Zeppelin ersetzt hat. Und ein Pager wird heutzutage auch ersetzt durch ein Smartphone. Das heißt, es gibt Geschäftsmodell-Innovationen, die heute am Markt einfach nicht mehr überleben. Deswegen, weil verschiedene Innovationen heutzutage einfach derartige Tools und Geschäftsmodelle, die rund um Technologie entwickelt wurden, ersetzt haben. Was macht also heute so ein digitales Geschäftsmodell aus? Es sind im Endeffekt Treiber, die man betrachtet. Ja? Man betrachtet verschiedene Themenfelder, die man konkreter dann nochmal durchleuchtet, während man darüber nachdenkt, ein neues Geschäftsmodell zu konzipieren. Also wenn ich zum Beispiel eine Wertschöpfungskette erstellen möchte und ich denke darüber nach, wie ich mein Produkt in Zukunft ausrichte, ich mir Gedanken darüber mache, wie meine Kunden Nutzen schaffen, dann muss ich über verschiedene Themen nachdenken. Und dazu gehört zum Beispiel ein Treiber der Digitalisierung, der sich Personalisierung nennt. Also ganz klar, wie kann ich mein Produkt zukünftig mittels digitaler Technologien personenzentrierter ausrichten. Ein anderes Themenfeld, was solch ein Treiber darstellt, ist zum Beispiel die Plattformisierung. Das heißt, in der Vergangenheit hat man immer wieder festgestellt, dass gewisse Tendenzen dazu da sind, dass sich Intermediäre zwischen gewissen Märkten schalten. Viel diskutiert werden dann immer Beispiele wie eBay, Google, Facebook, Alibaba, Airbnb, wo verschiedene Plattformen dann einfach Nutzer und Anbieter über eine Plattform vermitteln und im Kern quasi eines Produkts dann eine solche sogenannte Plattform steht. Das Themenfeld, was auch immer mal wieder diskutiert wird, ist quasi künstliche Intelligenz als Treiber, Virtualisierung und smarte Dienste. Das sind einfach mal nur so ein paar Pickups, damit Sie wissen, okay, das ist so etwas, wo heute die Leute unter dem Passwort digitale Geschäftsmodelle und digitale Treiber etwas verstehen. So eine Technologie verändert also ein Geschäftsmodell. Klassischerweise betrachtet man dann einfach mal eine Branche, wie Sie alle kennen, also auf der linken Seite Hotels und dann auf der rechten Seite solch ein neues Geschäftsmodell wie Airbnb. Also jeder versteht, Airbnb ist quasi das digitale Geschäftsmodell des klassischen Hotelbusiness.
Jetzt gibt es viele Leute am Markt, die einfach sagen, okay, jede Industrie hat ihren eigenen Ansatz, solch ein digitales Geschäftsmodell zu entwickeln. Das kann man nicht strukturiert entwickeln. Wie soll man denn von der linken Seite auf die Idee für die rechte Seite kommen? Und dementsprechend ist so ein bisschen die Frage, ist das wahr? Und das möchte ich ganz klar verneinen, denn es gibt immer wieder strukturierte Methoden, auch von einigen Domänen Geschäftsmodelle auf andere zu übertragen. Dazu einfach mal so ein simples Beispiel, wie man so etwas dann strukturiert entwickelt, damit Sie mal einen ersten Brain-Teaser bekommen. Wenn Sie zum Beispiel ein Kundenproblem zentriert durchdenken, also zum Beispiel der Kunde möchte den perfekten Rasen, dann können Sie das auf unterschiedlichste Arten und Weisen lösen und dazu Ideen generieren. Sie können zum Beispiel im klassischen Sinne einen Rasenmäherroboter einsetzen. Sie können allerdings auch Kunstrasen auslegen. Sie könnten auch über Modelle nachdenken wie Rent-a-Sheep. Sie merken also, wenn Sie solch ein Problem kundenzentriert durchdenken, dann startet bei Ihnen so eine Art Brainstorming-Prozess, bei dem Sie verschiedene Möglichkeiten durchdenken, wie Sie ein Problem auch sinnvoll lösen können. Und genau dabei helfen solche digitalen Geschäftsmodellmethoden, die ich heute im Nachgang nochmal vorstellen möchte. Digitale Geschäftsmodelle selbst erarbeiten funktioniert einfach nach einem strukturierten Prozess. Immer wenn Sie ein Geschäftsmodell erarbeiten wollen, müssen Sie sich zunächst darüber informieren, wie sowas überhaupt funktionieren kann. Das Informieren machen Sie beispielsweise wie heute hier über dieses Webinar. Dann kommt eine Ideation-Phase. Ideation-Phase meint, Sie müssen strukturiert Ideen entwickeln. Also Sie können sich zusammen einschließen in einen Raum, können kreativ Ideen erarbeiten und einfach mal offen darüber nachdenken, oder Sie können sich strukturierte Methoden zur Hand nehmen, mit deren Hilfe Sie quasi den Ideenprozess lenken. Klar ist auch, dass viele der Ideen für neue Geschäftsmodelle oder auch digitale Geschäftsmodelle natürlich so ein bisschen auf der grünen Wiese entstehen. Aber es gibt durchaus Methoden, die dabei helfen, diese zweite Phase zu unterstützen, und die wollen wir heute ein bisschen kennenlernen. In der dritten Phase wird dann wieder das relevant, was ich zu Anfangs abgefragt hatte. Wenn Sie dann so eine Idee entwickelt haben, müssen Sie die natürlich auch bewerten. Das heißt, die Designphase ist im Endeffekt die Bewertung, wie Sie dann zukünftig solche Geschäftsmodellideen, die Sie vielleicht nur mal abstrakt jetzt auch skizziert haben, festgehalten haben im Sinne von drei Schlagworten, entwickeln können, entsprechend der drei Felder, wie ich sie vorhin vorgestellt habe, die für Geschäftsmodelle relevant sind, also aus Kundenperspektive bewerten können, wertschöpfende Faktoren definieren können, Schlüsselressourcen definieren können, nochmal niederschreiben können, um sie dann auch bewerten zu können. Hier setzt man typischerweise das Business Model Canvas ein. Das lernen Sie in vielen Workshops kennen, ist dann die Möglichkeit, um so ein Geschäftsmodell dann auch auf Herz und Nieren zu testen. Danach folgt typischerweise so eine Realisierungsphase, das heißt, Sie müssen sich überlegen, wie bringen Sie jetzt so ein Geschäftsmodell auch wirklich auf die Straße, wie schaffen Sie das? Im Endeffekt könnten Sie ein Unternehmen gründen oder Sie könnten so ein Geschäftsmodell auch als eigenen Bereich in Ihrem Unternehmen verankern. Das müssen Sie regelmäßig managen und instand halten und natürlich pflegen. Und auch dann immer wieder drüber nachdenken, ob nicht neue Geschäftsmodelle dieses Geschäftsmodell attackieren. Also hier ein ganz generischer Prozess, wie man typischerweise so ein Geschäftsmodell managt und im Unternehmen verankert und dann auch platziert. Zur fokussierten Geschäftsmodellentwicklung, also wenn ich jetzt mal nicht nur dorthin schauen möchte, wie ich ein typisches Produkt am Markt platziere, möchte ich natürlich dann sowas wie digitale Treiber durchdenken. Das heißt, wenn ich ein Geschäftsmodell fokussiert für einen gewissen Bereich durchdenken will, zum Beispiel für künstliche Intelligenz, für Digitalisierung, für IoT, also für irgendwelche Felder, in denen ich konkret neue Geschäftsmodelle entwickeln möchte, dann muss ich mich primär auf diesen Bereich Ideation konzentrieren. Warum? Weil das generische Rahmenmodell recht gleich bleibt für die anderen Phasen. Das heißt, wenn ich ein digitales Geschäftsmodell entwickeln möchte, dann muss ich mich auch zuerst über Digitalisierung und verschiedene Trends informieren. Genauso bei künstlicher Intelligenz oder aber auch bei IoT-Geschäftsmodellen. In der Ideation, wie ich dann darauf komme, wie ich das bei mir einsetze als Unternehmen, unterscheiden sich all diese Modelle. Heute, wie gesagt, die Ideation-Phase einmal durchdacht, wie ich das machen kann, wenn ich Digitalisierungstreiber einsetzen will, um digitale Geschäftsmodelle bei mir zu entwickeln. Hier sehen wir jetzt so ein Vorgehensmodell für die Geschäftsmodell-Ideation.
wie ich dann dabei vorgehen kann und welche Geschäftsmodellkomponenten und Strukturelemente ich einsetzen kann in den verschiedenen Phasen. Das ist ein Modell nach Schallmohr, der hat ein Buch geschrieben, Geschäftsmodelle erfolgreich entwickeln und implementieren. In 6 Phasen beschreibt er hier dann quasi von der Ideation zur Realisierung, wie man so ein Geschäftsmodell auch strukturiert und designt. Und im Endeffekt fängt alles bei ihm an in so einer Art Ideengewinnung. Dazu geht er nutzerzentriert vor. Das heißt, er beschreibt erstmal, was könnten Kundennutze sein bei mir im Unternehmen, aber auch ganz frei gedacht, was sind verschiedene Kundennutzentreiber, die ich dann nutzen kann, um ein Geschäftsmodell dann für einen Kundennutzen zu entwickeln. Danach entwickelt er quasi Visionen. Da möchte ich heute ganz gezielt das D3-Modell vorstellen, um diese Ideen dann auch strukturiert für ihr Feld zu entwickeln, weil ich denke, das ist das, was Ihnen als mittelständische Unternehmen auch heute am meisten helfen wird. Das heißt, Sie gehen von der Ausgangssituation aus, dass Sie einmal das Nutzenmodell für Ihren eigenen Betrieb, für Ihren eigenen Kundenkreis, Ihr Klientel durchdacht haben und dann tatsächlich auch mal festgehalten haben und dann danach versuchen, digitale Geschäftsmodelle für genau dieses Nutzenmodell zu entwickeln. Wenn Sie dann diese Ideen generiert haben, können Sie die bewerten, können einfach 10 verschiedene Ideen mal skizzieren und mittels dieses D3-Modells entwickeln und dann diese konkretisieren durch ein Business Model Canvas. Also tatsächlich Bewertung dieser Ideen findet dann anhand eines Business Model Canvas statt, was ich nachher kurz anreißen und skizzieren werde. Im Endeffekt landen Sie dann wieder in der generischen Methodik, das heißt in der Realisierung, wie kann ich jetzt tatsächlich dieses Geschäftsmodell für mich und meinen Bereich implementieren. Das sind jedoch dann hoch individuelle Sachen, die fast nicht durch Modelle entsprechend unterstützt werden können und dann ausgearbeitet werden müssen für Ihren Einzelfall. Also wenn Sie tatsächlich an der Stelle angekommen sind, können Sie gerne auch mal auf uns zugehen, damit wir dann über entsprechende Realisierungsfahrpläne und Umsetzungen sprechen können. Was bedeutet das jetzt, was wir dann heute betrachten? Naja, ich habe gerade vorgestellt, nach Schallmohr muss zunächst einmal so ein bisschen identifiziert werden, was sind denn verschiedene Nutzentreiber bei mir im Unternehmen. Und ich werde jetzt einmal ganz kurz das Value Proposition Canvas vorstellen, damit man quasi auch versteht, wie man nutzerzentriert entsprechend festhält, wie eine Nutzenentwicklung stattfindet, was sind Kundenwünsche und wie kann ich die entsprechend festhalten, um dann in die Ideengenerierung mit dem D3-Modell übergehen zu können und das anschließend durch das Business Model Canvas bewerten zu können. So ein Value Proposition Canvas sieht eigentlich recht simpel aus, wie hier jetzt gezeigt. Auf der rechten Seite geht man quasi die Kundenprobleme festhalten. Das heißt, im Endeffekt skizziert man ein Kundenproblem, geht quasi skizzieren, was die Aufgaben sind, um das Kundenproblem lösen zu können und definiert die Mehrwerte, die der Kunde daraus hat. Im klassischen Sinne kann man dann für übliche Geschäftsmodelle auf der linken Seite Gewinnerzeuger, Problemlöser, Produkte und Dienstleistungen definieren. Die Frage, die dann automatisch resultiert aus diesem Value Proposition Canvas ist, wie kann man die linke Seite dann durchdenken, indem man digitale Geschäftsmodelle entwickelt. Die rechte Seite muss also erstmal entwickelt werden für das eigene Geschäftsmodell. Dazu habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Wenn man jetzt das Value Proposition Canvas für das Beispiel eines Taxifahrunternehmens entwickeln möchte, und dann entsprechend skizzieren möchte, wie ein Nutzer sich das Ganze erhofft und auch durchdenkt, dann ist es zunächst einmal, dass ein Nutzer natürlich möchte, dass er von A nach B kommt. Ja? Typische Probleme dabei, wie er von A nach B kommt, ist, dass er bei einem Taxi lange Wartezeiten hat, teilweise zu hohe nicht transparente Preise, vielleicht schlechte Fahrer und eine Konkurrenz mit anderen Kunden hat. Das heißt, wenn jemand anderes dann an der Taxistange vor einem steht, nimmt er einfach das Taxi mit. Grundsätzliche Wünsche und Gewinne für mich wären, wenn ich da ein Geschäftsmodell rund um den Kundennutzen entwickle, dass der Kunde pünktlich ankommen will, er will faire Preise, er will einen professionellen Fahrer und er will eine einfache und leichte Bezahlabwicklung durchführen können. Das heißt, wenn ich das nochmal aufgabenzentriert betrachte, dann muss der Kunde ein Taxi rufen können, muss den Weg entsprechend mit dem Taxi finden können, muss das Taxi bezahlen können und muss auch gemütlich von Ort zu Ort kommen. Das sind verschiedene Aufgaben, die es einfach zu erfüllen gilt. Und wenn man das einmal im Kern festgehalten hat, dann weiß man auch, okay, um welches Thema dreht es sich gerade? Wofür entwickeln wir ein Geschäftsmodell? Was ist der kundenzentrierte Gedanke bei mir in meinem Unternehmen? Und wie kann ich das entsprechend entwickeln? Das können Sie ganz einfach auch für sich selbst ausfüllen, so ein Value Proposition Canvas. Die wichtigen Aspekte sind, dass Sie einmal die rechte Seite quasi für sich, Ihr Unternehmen, einen Kunden von Ihnen ausfüllen
um einfach zu verstehen, okay, was sind die Nutzentreiber bei uns und wie kann ich die entsprechend adressieren. Auf der linken Seite definieren Sie natürlich dann Problemlöser, die Sie durch verschiedene digitale Tools nachher dann auch lösen können. Das wären dann zum Beispiel beim Taxifahrer hier professionelles Fahren, Zeitersparnis, visuelle GPS irgendwo im Auto zu unterbringen. Aber das sind eindeutig keine Geschäftsmodellkomponenten, wie sie für klassische Geschäftsmodelle sind, sondern das sind halt einfach dann Treiber, wie man das Ganze als problemzentrierten Ansatz für den Nutzer lösen kann. Und dementsprechend haben wir das D3-Modell entwickelt, um dann hier anzuknüpfen, um auch sagen zu können, okay, aus der nutzerzentrierten Perspektive und solch einem Modell, was Sie für sich und Ihr Unternehmen festgehalten haben, können Sie dann auch digitale Treiber und Ideen ableiten. Das heißt, wir steigen heute so ein bisschen in das D3-Modell ein. Das D3-Modell sieht auch ähnlich simpel aus. Es hat drei Perspektiven. Einmal so eine Kundenperspektive, eine interne Perspektive und die Perspektive der Geschäftspartner. Das heißt, wenn ich jetzt an das Taxifahrunternehmen denke, dann kann ich an meinen Kundenkreis denken, an meine interne Perspektive, also die Taxifahrzentrale und dann vielleicht an Geschäftspartner. Das bedeutet Subdienstleister, die verschiedene Taxis entsprechend haben. In dem D3-Modell gibt es 9 verschiedene Perspektiven, die man dann durchdenken kann, um digitale Geschäftsmodelle für sich in einem Ideenprozess strukturiert zu entwickeln. Diese 9 verschiedenen Phasen möchte ich jetzt anhand von Beispielen vorstellen, die es etwas leichter machen zu verstehen, was denn dann solche digitalen Treiber auch sein können, die Sie für sich, nachdem Sie ein Nutzenmodell entwickelt haben, einmal durchdenken können und überlegen können, okay, kann ich das bei mir auf mein Businessmodell anwenden? Kann ich rund um dieses Feld auch Ideen entwickeln für mich und das Geschäftsmodell, was ich betrachten möchte? Es gibt ein Feld, das nennt sich Produkte zu Dienstleistungen. Im Endeffekt ist es einfacher erklärt, wenn man es über ein Beispiel vermittelt. Das Unternehmen Rolls-Royce hat quasi seine Turbinenfabrikation umgedacht zu einer Servicification. Das heißt, im Endeffekt verkaufen sie heutzutage keine Turbinen mehr, sondern sie verkaufen Schubkraft. Wenn Sie das für sich durchdenken, können Sie fast jeden produktzentrierten Ansatz durchdenken und entsprechend dann nochmal nach einem nutzenzentrierten Treiber umdenken und den entsprechend in den Mittelpunkt stellen. Hat meistens die Auswirkung, dass Sie Wartung und Maintenance für das Produkt als auch natürlich dann die Pflege zur Verfügung und Bereitstellung für den Kunden übernehmen müssen. Das heißt, im Endeffekt hat Rolls-Royce mittlerweile eine Abrechnung, die nach Schubkraft für Turbinenwerke funktioniert. Sie betreuen rundum alle Services, das heißt, Sie begleiten die Techniker, die dann entsprechend die Turbinen vor Ort warten, und Sie haben extrem viel Sensorik verbaut in den Turbinen, damit Sie live Prognosen darüber machen können, wie man denn auch solche Turbinen wartet. Das heißt, das ist so ein ganz klares Treiberfeld, wo Sie aus Kundenperspektive drüber nachdenken können. Der Kunde will zukünftig kein Produkt mehr kaufen, sondern er möchte eine Dienstleistung kaufen und diese Dienstleistung bereitzustellen über verschiedene digitale Tools und verschiedene Möglichkeiten, steht dann im Kern zur Entwicklung von so einem digitalen Geschäftsmodell. Das zweite Feld ist so ein wenig Services zu digitalisieren. Jedes Produkt, jede Dienstleistung, die Sie am Markt anbieten, hat vor- und nachgelagerte Prozesse. Beispielhaft durchdenken Sie das immer am besten anhand von sowas Klassischem wie einem Friseurbesuch oder der Bereitstellung von einer Putzkraft oder Fachkraft. Wenn Sie vor- und nachgelagerte Prozesse betrachten von Ihrem eigenen Unternehmen und Ihrer Dienstleistung, so können Sie zum Beispiel die Zahlungsabwicklung online stattfinden lassen. Sie können sowas wie Frisurberatung im Vorfeld stattfinden lassen, das heißt die Vorberatung zu einer entsprechenden Tätigkeit, Terminvereinbarungen, all das wie Angebotsprozesse, Bezahlungsabwicklung sind Prozesse, die nicht im Kern eine Dienstleistung umfassen, die dann vielleicht physisch stattfinden muss, wie zum Beispiel das Haare schneiden oder entsprechend das Reinigen vor Ort. Demnach kann man hier mit diesem Feld so ein bisschen weg von der eigenen Dienstleistung oder dem eigenen Produkt denken und sich überlegen, wie man mittels smarter Tools, Webplattformen, vor- und nachgelagerte Prozesse so effizient macht, dass das Kerngeschäftsmodell besser skaliert. Eine dritte Perspektive, die man dann immer durchdenken sollte, ist einspannen und begeistern. Im Endeffekt ist das so etwas, wie es auch von Apple bekannt ist. Jeder kennt das. Es ist so ein bisschen über Social-Media-Kanäle individualisiert und persönlich die Kunden betreuen und begleiten zu können. Zum Beispiel, wenn man an das Beispiel von AngelCap denkt, die haben es ermöglicht, dass man Kinderwägen komplett individualisiert online konfiguriert.
In den vielen Varianten wäre das natürlich in einem Shop gar nicht möglich gewesen, wie man die vor Ort betreut. Das heißt, dieses Personalisieren, was ich vorhin als einen Treiber genannt habe, findet sich hier ganz klar in diesem Einspannen und Begeistern. Und auch ein Beispiel, wo man nochmal das durchdenken kann, ist so ein bisschen bei babymarkt.de, die tatsächlich es geschafft haben, über Facebook dann die Kunden somit in die Prozesse einzubeziehen, dass sie quasi die Beratungsleistung starten, schon im Vorfeld zur Geburt des Kindes. Das heißt, man startet quasi mit einer beratenden, kostenfreien Begleitung über verschiedene Social-Media-Kanäle oder Online-Plattformen, um die Kunden dann bestmöglich an jeglichem Absprungpunkt zu den eigenen Produkten zu verweisen. Das Einspannen und Begleiten meint dementsprechend so eine ganzheitliche Betreuung über alle Phasen. Wenn wir jetzt die interne Perspektive betrachten über die drei verschiedenen Bereiche, die hier genannt sind, dann ist ein Feld, was man dann weiter durchdenken sollte, IT im Fokus. Das heißt, einmal den Gedankengang zuzulassen, wie ich meine Dienstleistung oder meine Produkte komplett über IT oder vollautomatisiert abwickeln könnte, welches die Bereiche davon sind, und die Frage zu stellen, ob ich mich nicht zukünftig komplett mit meinem Geschäftsmodell darauf konzentrieren soll. Also Uber zum Beispiel, die Taxis vermitteln, haben das mittlerweile komplett in ihren Kern gestellt und haben auch gar keine eigenen Fahrzeuge mehr, die sie zur Verfügung stellen. Shazam ist auch ein wunderschönes Beispiel dafür. Die gehen quasi, vielleicht kennen Sie das, wenn Sie in einer Diskothek sind oder in einer Kneipe und Sie hören ein Lied und Sie fragen jemanden, der neben Ihnen sitzt, welches Lied hörst du denn gerade oder welches Lied läuft denn da, wie komme ich da dran, wo kann ich das kaufen? Dann hat man typischerweise so die Empfehlung von einem guten Freund gekriegt oder von irgendeinem Fremden, den man gerade gefragt hat, und den Verweis dann auf die entsprechende Musik. Shazam macht das Ganze möglich als App. Das heißt, man nimmt das Smartphone raus, hält es in den Raum, das muss circa 10 Sekunden zuhören, dann schlägt es einem das Lied vor und direkt auch dann die Plattform, wo ich dann das Lied auch kaufen und für mich erwerben kann. Das heißt, es steht quasi so eine vollautomatische Detektion dieses Audiokanals im Fokus, und dadurch entsteht quasi so ein Geschäftsmodell, was vollautomatisiert mit IT im Fokus funktioniert. Ein Feld, was Sie dann auch durchdenken können für sich, ist quasi Daten bereichern Ihr Geschäftsmodell. Das heißt, versuchen Sie einmal datenzentriert zu denken, wie gehen Sie Ihren Kundennutzen datenzentriert zur Verfügung stellen, welches sind die Daten, die Sie dazu benutzen, und welche könnten Sie davon verwerten. Also Payback ist so ein typisches Geschäftsmodell, was daraus resultiert ist, dass man quasi die Daten der Kunden, die im Einzelhandel an der Kasse einkaufen, zentralisiert sammelt und dann auch zur Verfügung stellt, um zum Beispiel Analysen darauf zu fahren. Das heißt, das Unternehmen sammelt einfach im Kern diese Daten, um Kohärenzanalysen durchführen zu können, also zum Beispiel Geschäften empfehlen zu können, welche Produkte möglichst nah beieinander platziert werden sollten. Ist nur ein Beispiel, was in diese Richtung das Denken zulässt. Überlegen Sie, wo in Ihrem Unternehmen große Datenmengen zum Einsatz können. Das ist ein wunderbarer Anknüpfungspunkt für die Möglichkeiten von Datenanalysen, der Verkauf von entsprechenden aggregierten neuen Informationen oder dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in Ihrem Unternehmen. Ein drittes Feld, was man dann entsprechend durchdenken sollte, ist der Einsatz von unterschiedlichen Kommunikationskanälen, also quasi Omnichannel-Modelle, wie man das kennt von Mediamarkt, Saturn oder Telefonica, die einen Kunden im Web, im Store und natürlich direkt mobil überall begleitend identifizieren können, sodass er entsprechende Produkte bei Ihnen konsumieren kann. Das heißt, die Frage, die hier hinten dran steht, ist ein bisschen, wie können Ihre Kunden über unterschiedliche Kommunikationskanäle zukünftig gleichzeitig Ihre Waren und Produkte auch konsumieren? Ihr digitales Geschäftsmodell beschränkt sich dann in Zukunft nicht nur darauf, einzelne Kanäle zu betreuen, sondern ganzheitlich einen Kundenpfad zu konstruieren, so eine Art Customer Journey, die sowohl die Möglichkeiten von Self-Services ausschöpft, die dann online genutzt werden können, zum Beispiel um Produkte zu vergleichen, auf ihrer Webplattform zu identifizieren, aber dann auch gleich im Shop zu wissen, okay, der Kunde wollte auf meiner Webplattform auch schon mal folgendes Produkt kaufen, ihren Shop vor Ort zu verknüpfen mittels QR-Codes und zum Beispiel dann auch die Möglichkeiten und Absprünge auf die Webseite zu erlauben. Wenn Sie ein Einzelprodukt haben, ist das natürlich dann die Frage, okay, wie kriege ich die Interaktion zu einem Online-Shop hin, also Ihr Produkt direkt auch zu verknüpfen mit Ihrem Webauftritt, Anschlussprodukte zu verkaufen und die Möglichkeiten zum Beispiel auszuloten vom Produkt, also von einem physischen Produkt auf digitale Services, die als Ad-Sales quasi genutzt werden, verweisen zu können.
Die drei weiteren Felder, die Sie dann auch noch mal näher kennenlernen sollten, aus der Partner- und Kundenperspektive, ist immer so die Möglichkeit, Digitalisierungstreiber einzusetzen, um Kapazitäten zu externalisieren. Ein gutes Beispiel, was man da vielleicht einfach mal erwähnen sollte, um das näher durchdenken zu können, um zu verstehen, was meint dieses crowdbasierte Skalieren oder Einsatz von Kunden in den eigenen Prozessen, entsteht durch das Feld bei McDonald's. McDonald's setzt Kunden mittlerweile für die Produktdesignphase ein, indem Nutzer dann online neue Burger kreieren können und andere Nutzer, die dann bewerten, um quasi diesen gesamten Prozess der Produktinnovation, also welche Burger sollen zukünftig am Markt platziert werden, an den Kunden outzusourcen. Das heißt im Endeffekt, wenn solch ein validierter neuer Burger online rauspurzelt, also 35.000 Nutzer gesagt haben, okay, der wäre genial, den sollten wir in der Filiale anbieten, dann bringt McDonald's den raus und testet damit den Markt an und erspart sich quasi das gesamte Produktdesign. Ein anderer Ansatz, der auch sehr spannend ist, ist zum Beispiel das Portal Innocentive, was es ermöglicht, dass Probleme ausgeschrieben werden, die dann online gelöst werden können durch verschiedene Communities. Zum Beispiel hat Colgate über diese Plattform das Problem ausgeschrieben, dass die Zahnpasta immer neben die Tube tropft oder typischerweise am Rand hängen bleibt. Und dann haben dort online verschiedene Personen gegen Entgelt dieses Problem lösen können. Und so wurde quasi dieser Problemprozess zur Ideenfindung, der typischerweise im Unternehmen stattfindet, über die Plattform Innocentive nach außen getragen und externalisiert. Das heißt, im Endeffekt haben sich dann da Ingenieure beworben, die über die Magnetisierung von Zahnpasta nachgedacht haben und haben quasi dann dieses Problem als Lösung wieder in das Unternehmen gespielt. Das heißt, Problemlösungsprozesse an Kunden outzusourcen, Produktdesignprozesse an Kunden outzusourcen, waren so die Ideen, die diesen Unternehmen gekommen sind. Und für Sie ist das quasi ein einfaches Feld. Durchdenken Sie, wie bei Ihrem Produkt, Produktentstehungsprozess oder bei Ihrer Dienstleistung Kunden so eingebunden werden können, dass gewisse Prozesse dann einfach durch den Kunden eigenständig online durchgeführt werden können. Typische Beispiele gibt es natürlich auch in den Feldern Direktbanken, Direktversicherungen und andere. Auch das Feld B2B-Netzwerk zu durchdenken ist ein wesentliches. Also wenn Sie zum Beispiel an Amazon Prime denken, die mittlerweile sogar mit eigenen Lieferantenketten arbeiten und auch zu Ihnen Pakete nach Hause liefern, ist das, was die aufgebaut haben, ein wahnsinniges Unterstützungsnetzwerk für die Lieferanten, wo Lieferanten kostenfreie Services, digitale Services zur Verfügung gestellt werden, die dann nicht mehr durch die Lieferanten eingekauft werden, einfach um eine gewisse Marktmacht aufzubauen. Das heißt, für sich könnten Sie überlegen, was wären grenzkostenlose Dienstleistungen, die ich digital zur Verfügung stellen kann, um meinen Lieferanten zum Beispiel das Leben einfacher zu machen und diese dadurch enger an mich zu binden. Auch im letzten Schritt nochmal durchdenken Sie, wie Sie zum Beispiel für sich selbst auch so ein Plattformmodell entwickeln könnten. Also vorhin hatte ich schon mal das Beispiel Airbnb genannt als die zukünftige Entwicklung von der Hotel- und Gastronomiebranche, wo quasi Leerräume genutzt werden, die dann online vermietet werden. Also wenn Sie zum Beispiel darüber nachdenken in Ihrem Unternehmen, wo gibt es aktuelle Leerressourcen oder zum Beispiel auch, wo entsteht Müll, der vielleicht für andere verwertbar wird, dann denken Sie darüber nach, wie Sie über solche Plattformen ressourceneffizient und grenzkostenlos diese Ressourcen vermitteln könnten. Also leerstehende Räume, Lagerhallen, beispielsweise auch als Privatperson natürlich Garagenplätze, aber als Unternehmen dann auch zum Beispiel ja, Halbfertigprodukte, die man an andere vermittelt oder Verpackungsmaterialien. Also wenn Sie darüber nachdenken, und wir hatten das auch schon mal in einem Workshop gemacht mit einem Unternehmen, wenn Sie zum Beispiel Verpackungsmaterial nutzen, was recht teuer ist, und Sie versenden Produkte dann nach China, wie können Sie dieses Verpackungsmaterial vor Ort nochmal an jemanden vermitteln, der das Verpackungsmaterial dann für Großgerät, Maschinen, Stahlträger oder anderes nochmal vor Ort dann sinnvoll weiterverwerten kann? Genau. An der Stelle bin ich erstmal soweit durch und habe die neuen Perspektiven für das kundenzentrierte Modell vorgestellt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne jetzt auch mal einfach im Chat äußern. Zur Erläuterung nutzen Sie dieses Modell einfach zur Struktur für einen Ideenworkshop mit Ihrem Team. Das heißt, gehen Sie die neuen Felder dann einzeln durch, die hier in den drei Perspektiven stehen. Durchdenken Sie dann für Ihr Unternehmen, was kann das für mich bedeuten? Pinnen Sie da entsprechend dann Ihre Ideen dran, interviewen Sie die Personen einzeln und nutzen Sie das dann zum Beispiel an einem Whiteboard oder eben an einer Metaplanwand, um das auch ausfüllen zu können.
Sie können gerne im Nachgang von uns dieses Modell erhalten. Ich möchte Ihnen jetzt nur mal beispielhaft quasi skizzieren, wie das auch eingesetzt werden könnte. Das ist vielleicht dann auch einfach praktischer und verständlicher, wie so ein Modell dann auch aussehen kann. Ich habe hier mal einfach solch ein Modell ausgefüllt für einen Use Case Kapselmaschine. Also nehmen Sie an, Sie stellen als Unternehmen eine Kapselmaschine her. Kapselmaschinen sind ja schon eigentlich recht neu, waren auch schon an sich eine Geschäftsmodellrevolution, aber jetzt überlegen wir einmal hier in diesen neuen Feldern, wie kann die Geschäftsmodellthematik rund um solch eine Kapselmaschine nochmal neu gedacht werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, wie das Feld Product to Service, also Dienstleistungserbringung hier angewendet werden kann, dann wäre das ein Geschäftsmodell zur Entwicklung rund um eine Kaffeeflat. Also ich gehe quasi Maschinen, Wartung, Produkt und Lagerhaltung von dem Kaffee übernehmen, liefere den Kunden entsprechend den Kaffee passgenau immer an ihre Haustür, dann wenn sie diese auch brauchen, und ermögliche es ihnen auch entsprechend dann zum Beispiel die Individualisierung von solchen Kaffeesorten als Dienstleistung. Das heißt, der Kunde kann quasi per App ein Feedback darüber geben, wie der Kaffee geschmeckt hat, und ich passe nach und nach dann auch den Geschmack an, gehe die Krämer entsprechend auf den Kunden ausrichten. Das hier ganz frei, nehmen Sie alle Ideen auf, bewerten Sie sie noch nicht, halten Sie Ihre Mitarbeiter nicht zurück, weil jeder von Ihnen kommt jetzt vielleicht direkt auf die Idee und sagt, ja gut, wie soll ich denn jetzt so einen individuellen Kaffee designen, bringt das einen wirklichen Mehrwert für meinen Kunden? An der Stelle befinden wir uns noch in einer freien Ideenphase. Versuchen Sie das wie beim Design Thinking nicht zu unterbinden, sondern erlauben Sie, dass alle Ideen hier angepinnt werden, um darauf aufbauen zu können und auch noch mehr zu entwickeln. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wie man so eine Idee weiterentwickeln kann, wo kann sowas Sinn machen? Na, ganz einfach, indem man es zum Beispiel an so eine Autovermietung koppelt. Also wenn ich typischerweise Kunde bin von einem größeren Autovermietungsunternehmen, möchte immer meinen individuellen Kaffee haben und buche solch eine Kaffee-Flat, dann mit einer Kapselmaschine, die zum Beispiel auch im Mietwagen verbaut ist oder bei der Mietwagenfirma vor Ort, sodass, wenn ich losfahre, quasi an die Kaffeemaschine vor Ort beim Mietwagenunternehmen übermittelt wird. Ich komme, hole meinen Mietwagen ab und möchte meinen Kaffee to go so individualisiert wie möglich als Dienstleistung zur Verfügung gestellt haben. Dann kann man diese Modelle entsprechend koppeln und kann darauf nochmal aufbauen und auch weitere Geschäftsmodelle durchdenken. Wenn Sie zum Beispiel darüber nachdenken, wie Sie jetzt durch einen Service digitalisieren können, also vor- und nachgelagerte Prozesse zu der Kaffeefabrikation, dann können Sie sich Gedanken darüber machen, wie sowas mittels Fernsteuerung dann entwickelt wird. Wenn Sie über Engage and Excite nachdenken, also wie können zum Beispiel Social-Kaffee-Empfehlungen online gegeben werden, die dann andere auch dazu bringen könnten, solche Kaffeesorten zu testen und zu entwickeln. Also entwickeln Sie Konzepte rund um Social-Media-Kanäle, welche Geschmackssorten gerade neu auf dem Markt sind und dann zukünftig auch als individuelle Kaffeesorten bestellt werden können. Setzen Sie Social-Media-Kaffeepartys an. Das sind jetzt nur mal solche Pins, die auch aus einem realen Workshop entstanden sind, von Ideen und kreativen Ansätzen, um diese Felder dann zu erfüllen. Zum Beispiel als zentriertes Modell wäre auch zum Beispiel mal darüber nachzudenken, dass Kunden den Wachheitsgrad als zentrales Element nutzen möchten. Also sie möchten den perfekten Wachheitsgrad ermitteln lassen und dementsprechend steht im Zentrum quasi die Analyse mittels solch einer IT-Lösung. Wie kann ich meinen Kaffeekonsum bestmöglich darauf ausrichten, dass ich auch meinen optimalen Wachheitsgrad erreicht habe, also so ein bisschen auch Gesundheitsmanagement mit übernommen wird. Dementsprechend reden wir quasi über Nutzungsdaten, über Value-Adding-Data und dann Geschäftsmodelle, die in diese Richtung gedacht werden können. Als Omnichannel-Ansatz, wenn man jetzt mal über so eine Kapselmaschine nachdenkt und auch Kaffee, der dort geliefert werden kann, wäre es dann zum Beispiel nicht nur, dass Kaffee mobil geliefert werden kann, sondern der Kaffee wird halt eben in den Shops verkauft, wird online verkauft, wird zum Kunden nach Hause geliefert, kann auch crowdbasiert dann entsprechend designt werden. All das sind solche Möglichkeiten, die hier aus so einem realen Case entstanden sind. Beim B2B-Network, hatte ich das vorhin schon erzählt, wäre das quasi dann die Einbindung zum Beispiel von so einer Autovermietung. Externe Capabilities wäre dann zum Beispiel das Kaffee-Qualitätsmanagement an den Kunden outzusourcen. Also tatsächlich immer wieder die Feedbacks von den Kunden einzuholen, wie hat der Kaffee geschmeckt, um Rückschlüsse darauf ziehen zu können, welche Lieferanten habe ich genutzt, sind die Lieferanten die guten und die Lieferantenauswahl mit an den Kunden abzugeben.
Idee wäre zum Beispiel auch, um zu überlegen für solche Plattformansätze, wie kann zukünftig denn entsprechendes Verpackungsmaterial oder Kapselmaterial recycelt werden, wie können dafür Ansätze gefunden werden und wie kann ich da mit anderen Partnern und Lieferanten zusammenarbeiten. Sie merken, das Modell passt dann in dem Sinne immer nur grob, also man entwickelt Modelle entlang dieser Pfade und hat gewisse Ideen, die dann nachher überführt werden können in die Bewertung. Wo kann das Ganze auch mal pragmatischer durchdacht werden? Zum Beispiel hier bei den Käserkompressoren. Also wie sieht das digitale Geschäftsmodell von Käserkompressoren aus? Und die haben das für sich selber genutzt. Das bedeutet, im Endeffekt haben sie überlegt, wie kann ich meine Kompressoren neu aufstellen? Die haben dann entsprechend Wartungsdienste darum designt und haben auch entsprechend dann überlegt, wie sie zum Beispiel dann statt Kompressoren auch Luft verkaufen können mittels digitaler Tools, wie sie die automatische Kopplung an Kundensysteme dann nutzen können, um auch Druckluft sinnvoll quasi verkaufen zu können, wie sie IT-to-the-Core dann nutzen können, wenn sie quasi smartbasiert diese Kompressoren auch nachgerüstet haben, um Ausfallvorhersagen treffen zu können. Entsprechend sehen Sie hier wieder genau die gleichen ausgefüllten Komponenten durchdacht nach diesen neuen Treibern, die natürlich dann entsprechend nochmal Ideen geben und liefern für solche digitalen Geschäftsmodelle, die dann nachher nochmal evaluiert und genutzt werden können. Ich würde jetzt gerne die restliche Zeit einfach einmal nutzen, damit Sie anhand von so einem Use Case selber verschiedene Vorschläge erarbeiten können, um auch mal zu sehen, okay, wo kann das Ganze Sinn machen und das Ganze dann mit Ihnen zusammen einmal gegenzuprüfen, ob Sie die Methodik dann auch so für sich nutzen können und auch einsatztauglich machen zu können. Ich gebe Ihnen dafür jetzt einfach mal so einen Use Case vor. Wir stellen uns vor, wir wären ein Büromöbel-Sitzhersteller und wir möchten quasi unser Produkt einmal digital durchdenken und verschiedene Ideen entwickeln mittels des D3-Modells. Wie können wir jetzt dieses Modell dann auch durchdenken und auch nutzen? Dazu habe ich einmal hier dieses D3-Modell und würde mit Ihnen sehr gerne einmal die Phasen durchgehen, welche verschiedenen Modelle man sich durchdenken könnte oder wie man einen Bürostuhl neu durchdenken kann, wenn man in einem von diesen digitalen Treibern denkt, um da tatsächlich dann auch neue Geschäftsmodelle mit vielleicht befüttern zu können. Ich schlage vor, ich gehe dazu einmal nochmal den Zusammenarbeitsmodus freischalten. Ich bitte Sie dann, das Textelement zu nutzen und in den entsprechenden Feldern einfach mal Ihre Ideen einzutragen. Ich habe jetzt den Zusammenarbeitsmodus freigegeben, zeige Ihnen einmal beispielhaft, wie das funktionieren könnte oder was das bedeuten könnte. Und wenn man jetzt zum Beispiel Produkte zu Dienstleistungen durchdenkt, dann kann man natürlich direkt als erstes Feld sagen, okay, ich verkaufe zukünftig nicht mehr Sitze oder Stühle, sondern ich verkaufe ergonomisches Sitzen am Arbeitsplatz. Ja. Und das fügen wir hier ein, nutzen dann das Element und ich gehe das Ganze dann etwas kleiner skalieren, einfach um Ihnen mal diese Möglichkeit zu geben, dies an den entsprechenden Stellen einzufügen, wie Sie das nutzen lassen. Genau, zum Beispiel kann man Kunden individuell das Ganze designen lassen. Wäre jetzt sowas wie ein klassisches Konfiguratormodell, das wäre jetzt hier bei Einspannen und Begeistern und könnte das hier passend mit einordnen. Sie können auch gerne, wenn Sie dieses Interaktivelement nicht nutzen möchten, einfach einige Vorschläge mal in den Chat posten, dann kann ich die Vorschläge hier passend mit einsortieren und würde Ihnen im Nachgang dann auch nochmal ein paar Vorschläge mit aufzeigen, wie wir die dann entwickelt haben. Genau, Kunden direkt abfragen zu neuen Stoffen und die dann auch hier mit einbinden, wäre sowas wie Kapazitäten zu externalisieren. Wunderbar, vielen Dank für die Inputs. Genau. Stuhl nimmt individuelle Sitzposition ein, wäre auch so ein typisches Beispiel für Services zu digitalisieren. YouTube-Videos für richtiges ergonomisches Sitzen, das wäre auch so etwas für die Begeisterungsphase. Da kann man vielleicht sogar noch ein bisschen drüber nachdenken, wie man das mittels solcher Self-Services dann online abbildet. Also der Kunde kann quasi seinen Stuhl bei sich einrichten und bekommt dann quasi die individuellen Möglichkeiten zum ergonomischen Einrichten immer wieder getriggert.
Genau, wenn Sie darüber nachdenken, welche Lieferanten könnten Sie dann besser einbinden? Teppichbodenlieferanten, Schreibtischlieferanten, Bürohersteller sind das typische Ansatzpunkte, wo man dann darüber nachdenken kann, okay, wie kann ich diese mittels digitaler Tools besser einbinden bei mir im Netzwerk, um denen auch die Möglichkeiten dann zu geben, meine Stühle besser zu verkaufen. Also typischerweise gibt es ja auch diese Möbelhändler, die dann zum Beispiel Smart Office-Lösungen verkaufen. Wie kann ich zukünftig dann meinen Stuhl entsprechend bei denen positionieren, denen auch Handreichungen geben, sodass sie quasi das gesamtheitliche Smarte Office mit meinen Produkten koppeln können. Kunde begeistern mit Social Media, was passiert alles auf unseren Stühlen? Auch das sind natürlich eher Kampagnen, die dann Sitzpositionswechsel automatisieren. Das wäre dann tatsächlich etwas, wo IT im Fokus steht. Also tatsächlich, mein Stuhl passt sich quasi automatisch an mich an. Ich brauche vermutlich dann eine App, die quasi immer dem Stuhl, bevor ich mich auf ihn setze, übermittelt, wie ich die Sitzposition typischerweise liebe und mag und welches Stuhlmodell das dann ist und das auch entsprechend mit einbringe. Mit App eHealth einbinden. Genau, auch das ist natürlich sowas wie mit Daten bereichern. Also ich versuche zum Beispiel die Krankenkassenkarte zu koppeln mit meinem Stuhl, meine verschiedenen Arztbesuche. Vielleicht gebe ich auch Ärzten zukünftig die Möglichkeit, meinen Stuhl so zu koppeln, dass sie mir quasi ein optimales Profil einrichten können, vielleicht auch eher mit Ergotherapeuten oder Physiotherapeuten ein Geschäftsmodell zu durchdenken, wo dann entsprechend Daten mein Produkt bereichern und ergonomisches Sitzen verbessert wird. Empfehlungen zum Aufstehen oder Bewegen, das ist natürlich etwas, das eher so in die Richtung geht, Services zu digitalisieren. Und dann gehe ich da strukturiert quasi Kunden die Möglichkeit geben, dort entsprechend zum richtigen Zeitpunkt aufzustehen. Sitzpositionen aus gesundheitlicher Sicht wechseln. Genau. Dann vielen herzlichen Dank für die Ideen. Sie merken, diese sprudeln und können dann entsprechend hier mit eingetragen werden, an verschiedenen Feldern durchdacht werden. Wenn man solche Treiber denn da auch vorstellt in so einer Ideenwerkstatt, ist es wichtig, glaube ich, immer die Teilnehmer in so einem Ideation-Workshop auch zu inspirieren. Solche Modelle gibt es mittlerweile auch für KI-Geschäftsmodelle, das heißt, man listet quasi verschiedene Treiber, sortiert die ein, wie können KI-Geschäftsmodelle durchdacht werden, wo machen andere das, in welchen Branchen werden die eingesetzt und dann leitet man sich entlang von diesen verschiedenen Treibern und entwickelt quasi eigene Ideen für die Geschäftsmodelle entlang von solchen Fokusbetrachtungsgegenständen. Genau, ich würde einmal noch kurz dann quasi die Lösungsmatrix mal aufzeigen. Was gibt es denn so Typisches? Sie haben das ja auch alles schon in gewisse Richtungen benannt. Der Stuhl könnte quasi noch melden, welche Teile zukünftig ausgetauscht werden, bevor er defekt ist. Das heißt tatsächlich, ich kopple meinen Stuhl auch so smart, dass ich immer die Sitzleistung in den Fokus stelle. Das heißt, gesichert Kunden garantiere, also Firmen mit über 500 Bürostühlen, dass immer Bürostühle zur Verfügung stehen, die dann auch funktionieren. Ich genau weiß, wie die ergonomisch eingestellt werden müssen und wann welche defekt werden. Sie haben auch viel gesagt über Selbststeuerung, also medizinische Reports, sich Sitzhaltung und Gewicht datenbasiert mit einzupflegen und natürlich dann solche Dinge mit vorzunehmen und sie zu personalisieren. In der Vergangenheit haben wir das auch schon ein paar Mal durchgeführt. Hier sind jetzt noch so ein paar Ideen von anderen und wie die dann auch in so einer Mindmap klassifiziert haben. Sie merken, da geht es auch dann noch in die Richtung von Massagefunktionen sinnvoll mit einzubinden. Flashmobs mit Stühlen entsprechend durchzuführen, Konfiguratoren zu entwerfen für Stühle, bei internen Einflüssen auch über solche Dinge nachzudenken, wie zum Beispiel autonomisierte anonyme Reports über die Sitzhaltung im gesamten Unternehmen, den Betrieben zur Verfügung zu stellen, damit sie einfach auch wissen, okay, muss ich mit meinem Gesundheitsmanagement nochmal eine Aktualisierung machen? Genau. Ich würde an der Stelle nochmal zurückspringen zu dem Prozess. Das bedeutet im Endeffekt, haben Sie heute jetzt einmal so dieses D3-Modell kennengelernt, mittels dessen Sie Ideen generieren können aus verschiedenen Perspektiven digitaler Treiber, die Sie als Inspiration genutzt haben. Sie haben kennengelernt, wie das Value Proposition Canvas genutzt werden kann, um die Nutzerperspektive festzuhalten. Sie müssten jetzt im Nachgang, wenn Sie diese Ideen entwickelt haben, so wie wir diese in dem Modell festgehalten haben, also mit diesen Pin-ups, in eine Art Evaluationsphase gehen. Das bedeutet, erstmal die Ideen streichen, die Sie für nicht relevant halten, diese zu verfolgen, die Ideen eingrenzen und dann für die entsprechenden einzelnen Felder
ein Business Model Canvas ausarbeiten. Ein Business Model Canvas sieht so aus. Sie können im Internet zahlreiche Leitfäden finden, wie das denn dann auch genutzt werden kann. Da werden dann zum Beispiel die Kundenbeziehungen, das Wertangebot und die verschiedenen Kanäle mit eingebettet und auch entwickelt. Das heißt, erst wenn Sie dann eine einzelne solche Idee, die Sie entwickelt haben, hier nochmal modelliert haben, finden Sie auch raus, wie Sie das konkret umsetzen können als Geschäftsmodell. Das braucht auch mal locker so eine gute Stunde bis zwei Stunden, bis Sie denn mal so eine erste Skizze entwickelt haben und das in den verschiedenen Feldern eingetragen haben. Nochmal hier am Beispiel von unserem Sitzhersteller. Verschiedene Felder, wie die denn dann auch ausgestaltet werden können und dann entsprechend daraus quasi resultiert, wie sie auch einen Umsatz generieren können mittels solcher digitaler Sitzmöglichkeiten und Tools. Ich möchte Ihnen also einfach nochmal mitgeben, für Sie und für Sie in Zukunft insbesondere, wenn Sie digitale Geschäftsmodelle strukturiert entwickeln wollen, informieren Sie sich zunächst über verschiedene Treiber der Digitalisierung, also so wie heute hier in dem Webinar, nehmen Sie teil an solchen Workshops. Es gibt unterschiedliche Literatur, die ich auch gerne empfehlen kann, wenn Sie im Nachgang mal Fragen dazu haben, wie Sie das denn strukturiert für sich selbst einsetzen können, wo Sie solche Treiber finden, wie Sie das D3-Modell dann auch zum Beispiel dann nutzen können oder welche weiteren Digitalisierungsfelder man betrachten kann. Setzen Sie dann strukturiert so eine Ideation auf, also nutzen Sie das Element, um so einen Ideenworkshop durchzuführen. Gehen Sie mit verschiedenen Stakeholdern durch die Phasen, entwickeln Sie solche Post-its, die Sie an die verschiedenen Treiber der Digitalisierung haften. Gehen Sie in eine Designphase und entwickeln Sie so ein Business Model Canvas, um dann auch eine Bewertung durchzuführen, ob Sie das als Geschäftsmodell für sich entwickeln können. Ich hoffe, Sie konnten dadurch einen gewissen Einblick gewinnen, wie solche Methoden funktionieren. Ich biete, wie gesagt, gerne an, wenn Sie dann sowas mal eigenständig für sich umsetzen wollen, das auch mal individuell mit Ihnen zusammen zu begleiten. Im Moment aktuell gerne online, aber auch in einem Vor-Ort-Workshop, wenn Sie selbst auch aus der Region Saarland kommen. Deutschlandweit gibt es zahlreiche Kompetenzzentren, die ähnliche Geschäftsmodellentwicklungsworkshops anbieten. Wie gesagt, der reale Mehrwert entsteht für Sie, wenn Sie dann tatsächlich solche Workshops auch eigenständig für sich durchführen und die Methodik entsprechend diesem Zyklus dann auch und die verschiedenen Modelle für sich einsetzen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Gerne lasse ich jetzt nochmal Raum für Fragen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir sowas auch gerne einfach mal in einer Sprechstunde diskutieren können, wie Sie da sinnvoll und strukturiert für sich selbst weiterkommen. Nochmal darauf hinweisen, dass es auch andere Webinare in unserem Programm gibt, zum Beispiel wie Sie Fördermöglichkeiten strukturiert entwickeln oder Software-Roboter einsetzen und darauf hinweisen, dass wenn ich nachher das Webinar schließe, werden Sie automatisch nochmal zu einem Fragebogen weitergeleitet, wo ich Sie bitten würde zu bewerten, ob das Webinar für Sie verständlich war, ob für Sie neue Erkenntnisse entstanden sind, ob Sie das Webinar so auch in Zukunft weiterhin nutzen würden, damit ich daraus lernen kann und auch entsprechend das Webinar verbessern kann. Gerne können Sie jetzt im Chat auch noch Fragen stellen, die Zeit nehme ich mir und entsprechend Rückfragen stellen, wie Sie das dann auch für sich selbst einsetzen können und nutzen können. Ja, ich hoffe, Sie haben einige Anregungen mitgenommen. Es ist natürlich erst so ein grober Überflug, wie so eine Methodik auch eingesetzt werden kann und wie Sie zukünftig sowas anbieten können, auch intern für sich nutzen können. In der Zeit von einer Stunde ist es natürlich schwierig, jetzt für sich selbst so eine eigene digitale Geschäftsmodellidee zu entwickeln. Treiber der Digitalisierung finden Sie zum Beispiel auch in dem Buch Unternehmung 4.0, wo verschiedene Felder einfach durchleuchtet werden. Auch nochmal verschriftlicht haben wir das D3-Modell in einem Paper vorliegen. Innerhalb von dem Foliensatz, den ich dann zur Verfügung stellen werde, können Sie auch die verschiedenen Treiber nochmal exakt diesen neuen Feldern zuordnen, finden dann auch entsprechende Quellen. Wenn Sie weitere Treiber für digitale Geschäftsmodelle selbst identifiziert haben oder am Markt kennen, können Sie auch einfach ein zusätzliches Feld des Betrachtungsgegenstandes für so einen Ideenworkshop mit einbinden. Da ist so eine Methodik natürlich beliebig erweiterbar. Okay, dann vielen herzlichen Dank für die Teilnahme. Ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn Sie nochmal an der Umfrage zum Feedback teilnehmen, wenn ich jetzt die Umfrage beende. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Wiedersehen. Mhm.